Willkommen zurück zu einer Runde Valheim. Wir stehen vor einer schwierigen Entscheidung. Wir bauen das Portal hier oben auf oder wir riskieren es, nach unten zu gehen. Und ich tendiere derzeit nach unten zu gehen, es zu riskieren. Gucken, was da ist. Ärger sehe ich nicht. Ich habe auch derzeit noch keine Gegner. Aber ich glaube, ich höre Dwerger. Hallöchen. Einen wunderschönen guten Tag. Dwerger. Ihr habt hier ein echt schönes Zuhause. Ich würde mich gerne hier mit einem Platz einquartieren, aber es geht scheinbar nicht. Wenn ich schon diesen Magiestab sehe, den können wir uns glaube ich auch mal demnächst machen und testen. Die Materialien sollte man dafür ja haben. Wäre zumindest eine Option, das mal zu tun und mal so ein bisschen damit rumzuspielen. Aber ich glaube, wir müssen noch ein bisschen Harz farmen. Nun gut. Wie gehen wir weiter vor? Wir gehen vorsichtig weiter vor, würde ich sagen. Zum nächsten Mal. Jo, macht's gut. Bis dann. Ich schon mal nicht mehr Buch zu schreiben. Die Pollen gerade. Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. Die Polt einen Spielspaß versorgen. Sag's euch. Nicht so angenehm. So, Essen geht zur Neige. Jetzt haben wir natürlich nicht so viel Leben und Ausdauer. Höre ich denn hier? Traum ich, komm hinzugehen. Hier haben wir was getötet. Das sind nicht die Dwerger. Das sind Sucher. Ausdauer. Ah. Ich muss mich kurz auseinanderziehen.
So, da haben wir einen Sternensucher. Wenn ich hierher geflogen komme. Kann ich ihn doch so bekämpfen. Safety first diesmal. Fernglas hat oder sowas. Hey, bleib da. Jawohl. Und wieder runter. Jedes Mal das Gleiche. Dein Sucherfleisch nehme ich auf jeden Fall gern mit. Und hier drin war, glaube ich, ein großer, ne? Das hat schon viel Schaden gemacht. Noch kaputt machen und dann können wir unten das Portal aufbauen. Gut, aus dem Hinterteil ist quasi die Schwachstelle von ihm. Wenn wir das aufgebaut haben, können wir auch das abschließen später. Natürlich Win-Win, wenn wir den Dungeon erstmal durch haben. Das aber noch vor uns. Jetzt bin ich nicht mehr ausgeruht. Sucher sind da vor uns. Bitte mach den Weg nicht größer. Kostet natürlich sehr viel für eine. Hast du mich gerade verjagt? Oh, wir sind draufgegangen. Wie gut ist das denn? Der Platz im Winter. Mach her, kleiner Mann. Ich würde dich gern jetzt töten. Sehr schön. Haben wir Glück und unten ist nichts mehr drin. Wer wäre hier? Das ist gar kein Dungeon. Die haben sich hier quasi eingenistet. Wir müssen jetzt trotzdem das Portal aufstellen. Jetzt einmal in Sicherheit gehen. So, einmal komplett ausladen. War, glaube ich, da oben zwei Ebenen. Ne, jetzt bringen wir nach draußen. Marmor, ein bisschen haben wir noch. Das noch ein Fels. So.
Egal, was macht die so viel Schaden, aber es ist ja jetzt abgesichert. So, den ersten Buff haben wir. Wir müssen den gleich nochmal ausbauen auf 20. Fleisch. Kohle lassen wir natürlich auch hier. Muss mal ganz kurz gucken, habe ich Tränke? Aber Tränke, das ist gut. Ausdauertränke nehmen wir mal zwei mit. Leben. Ihr Kikerit geht schon. Ihr seid alle ausgewachsen. Das ist ja sehr cool. Muss euch demnächst mal noch ein bisschen mehr Futter hinwerfen. Aber jetzt haben wir gerade etwas anderes vor. Wir suchen immer noch einen Dungeon. Hier kriegen wir, glaube ich, einen größeren Ausdauer. Komm. 10 Minuten. Lege ich natürlich kurz den Dwerger dazu töten den einen. Die Kiste looten. Aber das können wir machen. Hier war noch was. Könnte man nämlich hier auch unsere Zwischenbasis reinbauen. Ja, ich bin weit gereist, sehr weit sogar. Tut mir leid. Ich hab keine andere Wahl. Irgendwas zwickt mich dazu. So, dann hacken wir die nochmal klein. Müssen wir eigentlich wieder sehen. Ja, so ein Harzsammler gekriegt haben. Gut. Ich bin aus einer Kiste. Aus einer Kiste, aus einem Fass. Östlicher Met. Gesunde aus der Generation sind. Aha. Interessant. Bringen wir doch das zurück und dann machen wir uns auch eine Basis rein, würde ich sagen. Warum hast du jetzt aufgestellt? Man natürlich, dass die anderen Dwerge da nämlich aggressiv sind. Packen wir mal weg. Weißt du, wofür ich dich noch brauche? Weg, das kann weg. Das haben wir auch keinen weg. Muss ich mal kurz gucken.
Was ich für so einen Sammler benötige. Herstellung. 5 Schwarzmetall und 10 Holz. Also ein Harz haben wir direkt, nachdem man das da hat. Wäre natürlich sehr Bombe. Das funktioniert, wäre super. Und direkt, ich glaube, eine Wurzel daneben gesehen zu haben, gerade aus dem Augenwinkel. So, du kommst weg, du kommst weg. Ich habe schon Krabbel gehört. Das ist kein Schildkrabbel da oben. Level 3. Oh gut, wir haben jetzt ein Portal hier, wir haben Tränke dabei. Aber Fleisch einwerfen. Bitte keine 2 Sterne. Nur normaler, okay. Hier können wir direkt ein Harz abbauen. Das ist richtig. Das ist ein Harz-Sammler. Was? War doch hier ein Punkt hin. Harz. Sehr schön. Damit haben wir zumindest eine kleine Außenbasis. Können mal hier in der Gegend rumgucken, was sich hier noch versteckt. Essen. Hier bekämpft sich irgendwas. Hier nochmal Dwerger. Hey, ist doch gut, ist doch gut. Ja, ich bin ein Mensch. Ich will nur eure Sachen eindealen. Wenn ihr die dann getötet habt. Noch ein Sammler? Noch ein Sammler gekriegt. Vielen Dank fürs Farmen, Leute. Gucken, ob wir hier in der Nähe direkt noch eine zweite Wurzel haben. Das wäre bombastisch. Ja, da vorne ist eine. Jetzt sogar noch näher. Das ist unser Harzsammler. Das ist eine Wurzel. Holen wir erstmal die Materialien dafür. Holz müssen wir auch mitnehmen. Eieiei. Eieiei, bleibt mir lecker. Ruhig bleiben. Nope.
Nach Hause. Zehn Holz, fünf Schwarzmetall. Ich glaube, wir legen uns erstmal hin. Ja, sicher. Brot kann man werfen. 287. Kleine Außenbasis hier. So, das war glaube ich hier entlang, ne? Nirgendwo schimmern. Den Dwergern kommen wir. Den Dwergern kommen wir. Da ist die Wurzel. Wir brauchen erstmal eine Werkbank. Dann können wir es markieren mit Harz. Sehr schön. Gut. Zwei Harz sammeln in so kurzer Zeit. Ist schon stark. Wieder krabbeln. Ich glaube, bin die schon wieder? Muss ich mir angucken. Ihr macht eure ganze Basis kaputt. Das ist natürlich sehr traurig. Ich habe den Krawall nicht angezettelt. Das ist gut, ich war das nicht. Ich war das mit Sicherheit nicht. Alle her. Das ist ein schöner Wagen kaputt gemacht. Ist das ein Suchersoldat?
Auch noch ein Sterne-Super-Soldat. Genau. Zwergerfreunde getötet. Bleib so stehen. Ist nicht mein Felsen ab, bitte. Du hast alle meine Freunde getötet. Denn du hast zwar einen Stern, aber. Du musst sie ja doch nicht töten. Ah. Ich hasse Supersoldaten. Gerade wenn sie stehen. Ich möchte gar nicht so einen Zwei-Sterne-Soldaten nochmal begegnen. Oder ich weiß gar nicht mehr, ob ich überhaupt schon einen begegnet bin. Ist ja nicht so, dass ich jetzt einen schwachen Bogen hätte oder sowas. Ich habe keine Feinde. Wir müssen leider in den Nahkampf gehen. Holy shit. Aua, aua, aua. Du tust mir weh, geh weg. Voll. Wir sind nicht mehr voll. Ist so schade, wenn ihr rüberläuft. Nicht wirklich, ne? Nein, natürlich nicht. Jetzt einen Schaden haben wir gemacht. Und schon hat er uns mehr Schaden gemacht. Verdammte Axt, ich brauche Pfeile. Ketten bekommen. Leben möchte noch haben. 400. Ach du Schande.
Was für Möglichkeit haben wir? Das war gar nicht gut. War nur ein Versuch. Hätte ja klappen können. Gutes Spiel, wir laufen im Kreis und versuchen Zufall wieder anzuhören. Auch schon Leben regeneriere ich. Nicht so gut, ey. Komm, wir machen es anders. Bist du so schlau? Oh, ich hätte jetzt auch keine Pfeile mehr dabei. Schaden aufkriegt. Wir haben schon viel Leben verloren. Aber wir können ausdauern. Wir können halt nehmen. Oh, ich. Vollhorst. Meines Lebens. Gut. Ich mache es kurz und knapp. Ich beende die Folge hier. Das ist mir gerade ein bisschen zu nervenaufreibend. Ich würde sagen, in der nächsten Folge sammeln wir alles ein, regenerieren uns und wir müssen Tränke craften. Gemerkt habe. Vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut. Bis dann. Ciao, ciao.